Willkommen zur Vorlesung Deep Learning for Games. Dieses Mal möchten wir uns mit neuronalen Netzwerken befassen. In den nächsten Vorlesungen werden wir das dann noch etwas erweitern zu Deep Learning und dafür würde ich Ihnen auch das folgende Buch empfehlen, das Sie unter diesem Link frei erhältlich finden. Sie haben sich ja bereits in den letzten Wochen mit Machine Learning befasst. Und was ist nun der Unterschied zwischen AI, also künstlicher Intelligenz, Machine Learning und Deep Learning? Ja, bei AI versuchen wir einfach, die menschliche Intelligenz in einem Programm abzubilden, mit gewissen Regeln, die wir da vielleicht implementieren. In Machine Learning versuchen wir, ein Programm zu trainieren anhand von Daten, die vorhanden sind und gewissen Features, die wir ausgesucht haben und als geeignet erhalten für diese Daten hier. Bei Deep Learning werden wir dann sehen, dass wir da mehr Rohdaten verwenden und so die Maschine auch selber lernen soll, welche Repräsentation oder welche Features sie dafür verwenden sollte. Nun schauen wir uns das doch vielleicht am Beispiel von Yas an. Was wäre dann ein AI-Approach zum Beispiel, um Trumpf herauszufinden? Ja, das wäre doch einfach ein regelbasiertes System, sodass wir nachimplementieren, wie ein Mensch dann Trumpf macht. Mit klassischem Machine Learning versuchen wir vielleicht gewisse Features zu finden, die eine Aussage machen können, ob einer oder der andere Trumpf besser ist. Zum Beispiel, wenn Sie vier Asse haben, dann ist vielleicht oben aber eine gute Lösung. Oder wenn Sie Purnell zu viert haben, dann ist vielleicht die entsprechende Farbe eine gute Lösung. Und so haben wir die Features und wir verwenden Machine Learning, um dann von diesen Features die Trumpf-Ansage zu lernen. Bei Deep Learning werden wir dann die Features nicht mehr brauchen und direkt versuchen, aus den Karten die entsprechende Trumpfansage zu machen. Nun, wie hat sich das Ganze entwickelt? Ja, wenn wir so anschauen, die Geschichte von Artificial Intelligence, dort gab es mal einen Boom in den 80er und 90er Jahren. Wie Sie hier sehen, nachher ging das Ganze zurück. Noch früher war das unter dem Namen Cybernetics. Wurde es als Cybernetics benannt und neuronale Netze kamen auch so in den 90er Jahren auf, waren dann aber nicht ganz so populär, weil eben auch die Rechenpower fehlte, um da gute Resultate bekommen zu können. Wenn wir etwas die spätere Entwicklung dann anschauen, ab 2004 bis heute, dann ist Artificial Intelligence wieder im Kommen. Neuronale Netze auch etwas, aber vor allem eben auch Deep Learning. Gut, was heißt es dann, dass ein Programm von einem von irgendetwas lernt? Nun, da gibt es eine Definition dazu von einem Herrn Mitchell bereits von 1997 im Machine Learning Buch und seine Definition ist: A computer program is said to learn from experienced E with respect to some class of tasks T and performance measure P if its performance at tasks in T as measured by T improves with experience E. Tönt etwas kompliziert, aber versuchen wir doch mal, das anhand von unserem JAS-Spiel anzuschauen und überlegen Sie sich vielleicht mal, was sind dann E, P und E beim Jassen. Sie können gerne auch das Video dazu kurz stoppen. Gut, haben Sie sich etwas überlegt? Ja, was sind die Tasks, die wir beim Jassen brauchen? Wir müssen zum Beispiel Trumpf wählen. Oder wir müssen wählen, welche Karte zu spielen ist. Vielleicht könnten wir uns auch überlegen, ein Machine Learning Programm zu schreiben, das herausfindet, wie viele Punkte wir dann in einem Spiel machen würden und dann dies brauchen. Was ist die Performance Measure? Ja, wir wollen wahrscheinlich gewinnen. Also zum Beispiel zu gewinnen könnte eine Performance Measure sein. Könnte aber auch sein, dass ich einfach mehr Punkte mache, so viel wie möglich,
oder vielleicht ähnlich spiele wie ein Mensch oder ähnlich spiele wie Daten, die ich zur Verfügung habe. Nun muss ich ja von Experience lernen. Ja, was ist dann die Experience beim Jassen? Nun, ich könnte selber spielen, zum Beispiel das Programm gegen sich selber spielen lassen und davon lernen. Das wäre Reinforcement Learning. Oder, was etwas häufiger ist, meine Experience besteht darin, dass ich eigentlich Daten anschaue und von diesen Daten dann lerne. Was können wir dann überhaupt lernen mit Machine Learning? Diese Task-Typen haben Sie wahrscheinlich schon gesehen. Es gibt eigentlich zwei Ziele, die wir da verfolgen könnten. Das eine ist Regression. Da würden wir irgendeinen Wert lernen. Zum Beispiel bei Jassen könnte das sein, wie viele Punkte ich dann in einem Spiel machen möchte. Der andere Typ wäre Klassifikation. Das heißt, ich wähle hier etwas, zum Beispiel welchen Trumpf, das ich mache oder welche Karte, das ich spiele. Normalerweise wäre das eine gewisse Klasse und heißt aber einfach etwas aus einer Auswahl von mehreren. Okay, nun möchten wir uns anschauen, wie wir diese Tasks mit einem neuronalen Netzwerk machen können und wie solch ein neuronales Netzwerk dann überhaupt aussieht. Hier ist ein einfaches neuronales Netzwerk dargestellt. Es besteht aus verschiedenen Knoten. Die Knoten sind angeordnet in einem Layer und die haben Verbindungen untereinander. Als erster Layer haben wir einen Input-Layer, wo wir da die Input-Werte füttern, zum Beispiel gewisse Features oder später dann auch die Rohdaten. Wir haben Hidden Layers, die den Output vom Input-Layer da verarbeiten und das wiederum weiterreichen, zum Beispiel einen Output-Layer, der dann das Output-Ergebnis berechnen soll. Also, insgesamt haben wir verschiedene Knoten. Jeder Knoten hat Inputs. Die Input-Knoten haben die Original-Inputs als Input für das Netzwerk und die anderen Knoten haben als Input die Outputs vom vorhergehenden Layer. Jeder Knoten hat dann interne Parameter und wir werden gerade im nächsten Slide dann sehen, wie diese Parameter gebraucht werden, um etwas zu berechnen. Und ein Knoten besteht dann aus einer Funktion, die anhand eben von diesen Parametern und dem Input-Parameter einen Output erzeugt. Und dieser Output ist natürlich abhängig von den Parametern. Nun, wie sieht solch eine Funktion aus? Funktion, den Knoten berechnet, ist eigentlich recht einfach. Wir verwenden dazu ein lineares Modell. Das heißt, die Input-Knoten werden multipliziert mit den entsprechenden Gewichten für diese Verbindung. Diese werden alle dann summiert und es wird noch ein sogenannter Bias B dazu gerechnet. Und das heißt, der Output wäre dann W1 mal X1 plus W2 mal X2 plus W3 mal X3. Alles zusammen, diese Summe kann ich vereinfacht schreiben als diese Vektor-Skalarmultiplikation von B mit X plus das B wird dann entsprechend dazu gerechnet. Okay, das wäre der lineare Anteil der Funktion. Nun verwendet solch eine Knoten noch eine sogenannte Aktivierungsfunktion, damit es eigentlich nicht bei einer linearen Funktion bleibt. Ursprünglich war die Idee, dass man mit solchen Knoten die Hirnzellen modellieren möchte und diese feuern, wenn da irgendein Ereignis auftritt und diese Aktivierungsfunktion soll das darstellen, dass sie entweder eben feuert oder nicht feuert. Mathematisch sind das dann aber spezielle Funktionen. Zum Beispiel in den ersten Modellen von neuronalen Netzen wurden sogenannte Sigmoid-Funktionen verwendet, die eine gute Wahl für binäre Klassifikationsaufgaben darstellen.
Und heute gibt es aber eigentlich weiterverwendete und fast einfachere Funktion, meistens die sogenannte ReLU-Funktion, die eine lineare Funktion ist, wenn der Input positiv ist, und einfach 0, wenn der Input negativ ist. Die Aktivierungsfunktionen müssen nicht linear sein. Wenn sie auch linear wären, wäre das ganze System nachher zusammen linear und das ganze Netzwerk würde nur eine lineare Funktion berechnen, was dann nicht das ist, was wir eigentlich haben möchten. Hier diese Aktivierungsfunktionen nochmals dargestellt. Das heißt, als Input für die Aktivierungsfunktion dient das Ergebnis von dieser linearen Berechnung, also bx plus b, und dann wird das Ganze mit dieser nicht-linearen Aktivierungsfunktion abgebildet. Hier wäre die Sigmoid-Funktion, die wird, je größer der Input ist, desto näher geht sie nach 1, und je kleiner der Input ist, desto eher geht sie gegen 0. Und hier zum Beispiel eben diese ReLU-Funktion, die x entspricht, solange x positiv ist, und die dann aber 0 zurückgibt, wenn x negativ ist. Okay, nun möchten wir uns als nächstes anschauen, wie dann dieses Netzwerk über mehrere Layers das Ganze berechnet. Das Ganze ist ein sogenanntes Feed-Forward-Netzwerk, das heißt, der Output von diesen Layern hier wird als Input von den nächsten Layern verwendet und das wiederum als Input von O, dem Output-Layer. Das heißt, wenn ich mir das aufschreiben möchte, dann ist Y der Output, die Funktion vom Output-Layer mit den Inputs A1, A2, und diese wiederum werden berechnet von den entsprechenden Funktionen in den Knoten. Also kann ich mir das Ganze als eigentlich eine rekursive Berechnung vorstellen. Wenn das Ganze tiefer wird, dann habe ich einfach mehr Hidden Layers, die Zwischenergebnisse berechnen und die Resultate dann weiterleiten. Gerade moderne Netzwerke können sehr tief sein. Für Bildverarbeitung haben wir uns schon versucht mit Netzwerken von über 100 Layers. Wobei für die meisten Aufgaben genügen dann doch eine kleinere Anzahl Layers von vielleicht 10 bis 20 bis 30. Das heißt, ein tieferes Netzwerk ist dann eben auch tiefer mit mehr Layers dazwischen. Nun, wenn ich das Ganze dann tatsächlich berechnen möchte, dann macht es nicht so viel Sinn, das rekursiv zu berechnen, weil ja jeder Knoten dann mehrmals eigentlich berechnet werden musste. Darum berechne ich das Ganze vom Input-Layer zum Output-Layer. Das heißt, zuerst wird das A11 hier berechnet aus den Inputs und dann die anderen Ergebnisse von diesem ersten Layer hier, und wenn ich den ersten Layer dann fertig gerechnet habe, dann mache ich das Ganze mit dem zweiten Layer. Das heißt, ich muss mir die entsprechenden Zwischenresultate hier merken können, und wenn ich diesen Layer fertig habe, kann ich dann den nächsten und hiermit den letzten Layer berechnen. Okay, das war eigentlich der Feed-Forward-Pfad durch das Netzwerk. Das Netzwerk hat ja irgendwelche Parameter, und diese Parameter möchte ich natürlich nun so setzen, damit das Netzwerk dann auch das berechnet, was ich da haben möchte. Und wenn ich das Netzwerk trainiere, dann möchte ich den Output des Netzwerkes mit den jetzigen Parametern vergleichen mit dem Output, den ich eigentlich haben möchte. Das habe ich als Label zur Verfügung von meinen Trainingsdaten, und ich vergleiche das mittels einer Loss-Funktion. Wir werden die Loss-Funktion dann im nächsten Video noch etwas genauer anschauen. Die Loss-Funktion ist dann mal zuerst einfach eine Funktion, die wir gern minimieren möchten. Nun, aber wenn wir da eine Loss-Funktion haben, die wir minimieren möchten,
dann stellt sich die Frage, ja, wie können wir dann überhaupt eine Funktion minimieren? Was für Möglichkeiten stehen uns da zur Verfügung? Überlegen Sie sich das vielleicht mal kurz. Ich habe Ihnen hier eine Funktion gezeichnet und nun möchten wir dafür das Minimum finden. Das heißt, wir sind mit unseren Parametern an irgendeiner Stelle, zum Beispiel an der Stelle x0 hier, und möchten nun das Minimum finden. Ja, was können wir machen? Wir können versuchen herauszufinden, in welche Richtung das es nach dem Minimum geht. Weil in eine Richtung fällt die Kurve ab und in die andere Richtung geht sie hinauf. Wie können wir herausfinden, welche Seite der richtige ist? Mit der Ableitung. Und wenn wir das Ganze dann etwas in einem höherdimensionalen Raum anschauen würden, hätten wir statt der Ableitung den Gradientenvektor. Der Gradientenvektor geht in die Richtung, wo die Kurve am steilsten ansteigt. Und damit wir also Richtung Minimum gehen möchten, müssten wir gerade in die entgegengesetzte Richtung gehen. Okay, das heißt hier, wenn ich die Kurve dann am Punkt x0 auswerte und betrachte, dann kann ich die Ableitung berechnen und ich möchte nun einen Schritt in die Richtung der negativen Ableitung machen. In diesem Fall wäre das vielleicht ein Schritt dann in diese Richtung und jetzt komme ich entsprechend zu einem weiteren Punkt. Dann bin ich da vielleicht an x1. Und wir sehen, wir sind jetzt da bereits etwas tiefer in unserer Funktion angelangt. Nun kann ich wieder entsprechend die Ableitung berechnen und dann einen Schritt in die richtige Richtung machen und so weiter, bis ich beim Minimum angelangt bin. Wenn ich Pech habe und meine Schritte zu groß sind, dann bin ich vielleicht auch mal auf der anderen Seite und muss dann entsprechend wieder zurück. Okay, was braucht es dann für eine Funktion, damit ich sie minimieren kann? Nun, sie müsste so ein bisschen stetig sein überall, dass ich das auch überall berechnen könnte. Und es wäre natürlich auch gut, dass sie möglichst nur ein sogenanntes globales Minimum hat und nicht mehrere Minimas, weil sonst bleibe ich dann vielleicht in einem Minimum stecken. Das kann passieren, aber da gibt es dann gewisse Algorithmen, die den entsprechend das entsprechend beheben können. Gut, jetzt habe ich zwar die Funktion, ich konnte da mein Minimum einer Funktion berechnen, aber wie sieht das dann aus, wenn ich da dann vom ganzen Netzwerk nun den Gradienten rechnen muss? Ja, wir haben ja eigentlich diese Loss-Funktion und wir müssen nun jetzt diese Loss-Funktion ableiten nach den internen Parametern. Und wie berechne ich das? Da gibt es glücklicherweise die Kettenregel, die uns erlaubt, den Gradienten aus den Ergebnissen der anderen Gradientenableitungen der inneren Funktionen zu berechnen. Das heißt, ich kann den Gradient berechnen durch das Netzwerk und diesmal gehe ich vom Output zum Input, berechne den Gradienten und passe meine internen Parameter Theta an, so dass sie eben die Lossfunktion möglichst minimieren würden. Also besteht meine Berechnung von den Netzwerken eigentlich aus zwei Aktivitäten. Zuerst berechne ich mit einer Forward Propagation, berechne ich den Output, indem ich da durch die Layer hindurchgehe. Wenn ich den Output berechnet habe, dann kann ich meine Lossfunktion berechnen und mittels der Lossfunktion kann ich nun die Ableitungen berechnen, den Gradientenvektor und entsprechend meine Parameter so anpassen, dass die Lossfunktion möglichst minimiert wird und das berechne ich dann rückwärts vom Output-Layer zum Input-Layer und passe auf jedem die Parameter an. Das nennt sich dann Backpropagation. Okay,
Das wäre es für erst einmal für einen kurzen Einstieg in die neuronalen Netzwerke. Und als nächstes werden wir uns dann im nächsten Video anschauen, wie solch eine Lossfunktion aussehen kann und dann noch ein Beispiel zeigen, wie man das in Keras dann implementieren kann.